Die schützen das Immunsystem. Die versorgen uns mit Magnesium und die kräftigen Haare und Fingernägel. Nahrungsergänzungsmittel haben sich einen festen Platz am Esstisch gesichert. Das Prinzip, mehr ist mehr. Also lieber zu viel Vitamin C als einen Mangel riskieren. Das Problem ist dann, wenn dann manche sagen, ja, aber wenn es der Körper eh nicht braucht, ja, dann scheide ich es über den Urin aus. Aber wenn es über den Urin ausgeschieden ist, dann war es schon fast in jeder Zelle im Körper. Aus solchen Vitamintabletten wird also teurer Urin. Im besten Fall. Im schlimmsten Fall schaden sie der Gesundheit. Weil es gibt schon welche, die man in der Fachsprache Antioxidantien nennt. Die haben in einer gewissen Menge die Aufgabe, dass sie unseren Körper vor Feinden schützen, also vom Sauerstoff. Ja. So auf der anderen Seite, und das vergisst man gern, schützen sie auch im Körper den Feind, der drin ist. Das kann der Krebs sein, das kann der Virus sein, das kann Bakterien sein. Das heißt, ich kann nicht dem Vitamin C sagen, hey, sorg nur, dass meine gute Zelle fit bleibt, sondern es kann auch passieren, dass auch die schlechte Zelle sich von dem ernährt und sich dadurch gegen meinen Körper wehrt. Bei Lebensmitteln zieht der Körper die Reißleine, bei Tabletten nicht. Wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich am Weg zum Fieber bin, dann mag ich kein Kiwi essen. Ja? Dann schmeckt mir vielleicht die Zitrone nicht mehr, weil es einfach zu säuerlich ist. Dann will ich die nicht so. Aber das schmecke ich aber dann nicht, wenn ich die Zitronenkapsel esse. Das heißt, dieses Problem in der Medizin wissen wir das schon lange. Aber dort, wo natürlich viel Umsatz gemacht werden kann, nämlich bei Endkunden, da arbeitet man natürlich schon ein bisschen so mit diesen, was denkt man sich im Kopf zusammen, ich sage jetzt bewusst nicht Märchen. Dazu kommt, Österreich ist kein Vitaminmangelland. Heißt, wer sich ausgewogen ernährt, braucht keine zusätzlichen Präparate. Mit wenigen Ausnahmen. Am Weg zur Schwangerschaft ist es die Folsäure. Da wissen wir, okay, da hat sich die letzten Jahrzehnte etwas getan, weil da können wir eine Krankheit bei Kleinstkindern vorbeugen. Das wissen wir, das ist wirklich super. Und das Zweite ist, was man auch schon lange weiß, dass Vitamin D auch eine gewisse Wichtigkeit hat. Vor allem in den Wintermonaten. Und bei Veganern kommt Vitamin B12 dazu. Ziemlich überschaubar also. Dennoch stapeln sich in Österreichs Küchenschränken mittlerweile die Vitamintabletten. Der aktuelle Hype rund um die vermeintlichen Wundermittel kommt aus den USA. Wo es darum geht, diese Langlebigkeit, diese Fitness auch im hohen Alter zu erlangen. Das kommt ein bisschen so von diesen ewig jung bleiben Philosophie, ja, die mittlerweile natürlich in Europa so richtig gerade durchschlägt. Ja. Und das Zweite ist natürlich, sie kommt aus dem Leistungssport, ja, aus dem Hochleistungssport, weil da wissen wir schon, alles, was einmal vom Energieverbrauch über 6000 Kalorien geht, ja, das wird da schon schwierig zu verdauen. Das heißt, aber das trifft auch nur einen ganz, ganz, ganz minimalen Bereich, so wie Tour de France fahrer, ja. Der kann das natürlich, so wie das eine von der Energie, nicht mehr da essen und der kann natürlich auch diese Nährstoffe dann, die er braucht, nicht mehr übers normale Essen aufnehmen. Aber da reden wir von etwas, was erstens einmal nicht gesund ist und zweitens nicht alltagstauglich. Und bei all diesen Versprechungen ignorieren viele, was der Körper eigentlich selbst kann. Die Funktion unseres Darms hat ja auch die Fähigkeit, sogar Vitamine zu produzieren. Das heißt, wenn ich jetzt da diese Frage ein Stück zurückgehe, muss ich dazu sagen, es ist einmal viel wichtiger, dass ich schaue, okay, kriege ich ordentliche Ballaststoffe, kriege ich meine Haferflocken, kriege ich mein Dinkel Vollkorn, ja? Esse ich meine Nüsse, esse ich mein Gemüse, weil dadurch lerne ich mein Mikrobiom, also sprich meiner Darmflora, dass zum Beispiel wieder besser die Vitamine nicht nur bilden kann, sondern Vorstufen machen kann, die wiederum braucht, dass der Körper selber aktiver wird. Und dieser selbstregulierende Mechanismus, ja, den traut man dem Körper heute nicht mehr zu. Einen Vitaminmangel merken wir nicht. Und trotzdem werden sogenannte Supplemente immer beliebter. Die Werbung dazu gibt's praktisch in Dauerschleife. Online. Und das, was mich persönlich als Ernährungswissenschaftler tatsächlich stört, ist, dass heute ja, Menschen, die eigentlich keine grundsätzliche wissenschaftliche Ahnung haben vom Stoffwechsel, über Dinge in Empfehlungen, über Videos aus Eigenerfahrung reden, so nach dem Motto, ich habe das gemacht, deshalb ist es für Sie oder für dich auch gut, das halte ich für sehr verwerflich, weil das bedeutet ja, dass man glaubt, ja, mit dieser Information, dass dann bei mir auch so ist. Ja, weit gefehlt, das ist es. Der Mensch ist ein Individuum und was für den einen tatsächlich gut ist, kann für den anderen möglicherweise sogar schädigend sein. Es verbessert euren Schlaf, es macht euch ruhiger. Manche sagen, sie werden sehr stark emotionslos, aber das denke ich jetzt nicht, ist bei mir nicht so gewesen.
Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Apfel. Ja? Der Apfel an sich hat ja nicht wirklich viele Vitamine. Hat er nicht. Ja? Aber Vitamin C ist jetzt auch nicht ein richtiger Alleskönner. Aber das, was im Apfel drin ist, das heißt die löslichen Ballaststoffe, diese Geruchs-, diese Farbstoffe, wenn man das alles mitrechnet und man schaut dann an, was macht im Körper die antioxidative Abwehr, ja? Dann ist es ungefähr so, wie wenn ich 20 Tabletten von einem Multivitaminpräparat nehme, dass ich auf diesen Level komme, den der Körper dann durch den Apfelgenuss macht.